Wenn die Sonne aufgeht, beginnt zwischen König Ludwigs Neuschwanstein und dem Wattenmeer ein neuer Tag. Von den rauchenden Schloten Duisburgs zu den Wolkenschönheiten Ostfrieslands. Vom verspielten Muster badischer Weinberge bis zu den Gipfelstürmern der Alpen. Ob Segeljachten am Bodensee, Wasserburgen im Münsterland oder die fliegende Säge im Hunsrück. Das Land, in dem wir leben, hat seine ganz eigene Magie, wenn man es aus der Luft betrachtet. Von den letzten Wildpferden bis zu den Alpenseen. Kommen Sie mit auf eine Reise in ein unbekanntes Land und schweben Sie in dieser Folge mit den Wildgänsen ins Grüne. Deutschland von oben. Hier malt die Kälte flaschengrüne Eisblumen auf verlassene Bergseen. Naturschutzexperte Henning Wehrt überwacht in dieser unzugänglichen Region die größte Steinwildkolonie Deutschlands. Die Hälfte der 300 deutschen Steinböcke trotzt hier im Allgäu den Minusgraden. Vor 150 Jahren waren überall in den Alpen die Steinböcke fast ausgestorben. Henning Wehrt beobachtet seit langem, dass sich die Tiere aus den Auswilderungsgebieten in Österreich nur langsam zu uns nach Norden vortasten. Es ist ein extremer Lebensraum. Ich bin fasziniert, wie Steinbock und Co. in diesen steilen Flanken zurechtkommen. Sicherlich Absturz von Tieren habe ich noch nicht gesehen, aber sozusagen die Überbleibsel von abgestürzten Tieren, also Knochen, habe ich sehr wohl schon gefunden. Also das ist kein ungefährlicher Lebensraum, der vom Steinbock besiedelt ist. Und die Kletterfähigkeit finde ich absolut erstaunlich und beeindruckend. Wo die Tiere zu finden sind, das mir wird schon fast schwindelig. Steinbockkitze folgen ihren Müttern schon wenige Stunden nach der Geburt über Stock und Stein. Sie leben in regelrechten Kindergärten zusammen. Aber im Allgäu gibt es weniger Nachwuchs als in anderen Alpenregionen. Im Frühling zählt Henning Wehrt die Bestände. Auch die Böcke haben dann ihre Rivalenkämpfe um die Damenwelt aufgegeben und leben in einer friedlichen Männer-WG. Und weil die Böcke bis zu 120 Kilo wiegen, vermeiden sie jedes Schneefeld, in dem sie einsacken könnten. Henning Wehrt hat noch keine Erklärung dafür, warum die Steinböcke sich im Allgäu nur langsam vermehren. Sie dürfen bei uns zwar nicht mehr gejagt werden, aber das Leben bleibt hart hier oben. Wenn es manchmal so aussieht, Deutschland ist fast nie wirklich wild. Von den Almen der Alpen über die Blumenbeete des Münsterlandes bis zu den Streifenmustern westfälischer Kohlfelder. Beinahe überall haben wir das Land kultiviert. Vieles von dem, was wir heute als Natur empfinden, ist durch unseren Eingriff erst entstanden. Doch Äcker, Weideflächen und Sonnenblumenfelder werden zu neuen Lebensräumen, wenn wir es zulassen. Größere Raubtiere gibt es in Deutschland nicht.
Und so erlegen stattdessen menschliche Jäger in jedem Jahr über 1 Million Rehe. Zum Wohle des Waldes, wie sie sagen, um Kahlfraß zu verhindern. Allein 2,5 Millionen Schafe leben heute in Deutschland. Die Kulturlandschaft der Lüneburger Heide entstand durch Überweidung. Hier an der Elbe verlief früher der eiserne Vorhang und bewahrte, ein ungeplanter Nebeneffekt, die Auenlandschaft. Zugtrassen und Autobahnen durchschneiden heute immer mehr natürliche Lebensräume. Kaum einer von uns wohnt heute noch in Rundlingsdörfern oder in mittelalterlichen Städtchen wie Nördlingen. Großstädte wie München schlucken eine Fläche von 40.000 Fußballfeldern und leuchten nachts so hell, dass man sie aus dem All erkennen kann. Wir sind das Lichtermeer. Doch nur knapp ein Viertel unseres Landes ist Siedlungsfläche. Wenn die Sonne aufgeht, erfassen die Satelliten das Grün der Felder und Wälder in einem der waldreichsten Länder Europas. Fast ein Drittel Deutschlands ist von Wald bedeckt. Knapp die Hälfte sind Felder und Weiden, vor allem im baumarmen Norden. In Niedersachsen etwa zählen die Statistiker inzwischen mehr Schweine als Menschen. Hier leuchten Deutschlands Ruhezonen. Verkehrsarme und fast menschenleere Flecken. Fast ein Viertel unseres Landes steht heute unter Naturschutz. 130 Schutzgebiete insgesamt. Doch auch die sind selten unberührt. Und so fahren im durchzivilisierten Oberbayern Falkner Paul Klima und sein zahmer Adler Sky mit der Bergbahn aufs Brauneck, wenn sie gemeinsam fliegen gehen wollen. In Deutschland ist natürlich relativ. Also alles, was wir hier an Nationalparks, Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten haben, sind eigentlich nur noch Nischen in der Kulturlandschaft. Das kann man also absolut nicht vergleichen mit einer Wildnis in Kanada, Alaska oder Schweden, Norwegen, wo es wirklich noch großflächige Gebiete gibt, die vom Menschen mehr oder weniger nicht genutzt werden. Das haben wir hier alles nicht. Das muss man aber auch jetzt nicht unbedingt von der negativen Seite her betrachten. Es ist halt mal so, dass wir hier in Mitteleuropa in einem relativ dicht besiedelten Gebiet leben. Nationalpark Berchtesgaden. Auch Deutschlands einziges alpines Biosphärenreservat bleibt nicht sich selbst überlassen. Orkan Kyrill knickte hier so viele Bäume, dass ideale Brutbedingungen für Borkenkäfer entstanden. Befallene Bäume werden seither mit einem Spezialhelikopter ausgeflogen. Pilot Thomas Bolzli ist einer der wenigen Spezialisten für diesen nicht ganz ungefährlichen Job. Aus der engen Schneise zieht er mit einem Greifer gleich mehrere Bäume, die seine Kollegen am Boden mit Drahtseilen aneinander gekettet haben. Am Zwischenlager werden die Bäume direkt verarbeitet. Jeder Tag zählt im Kampf gegen die Käferplage. Befallen werden vor allem Fichten. Sie sind die Verlierer des Klimawandels. Einheimische Tannen oder Buchen kommen mit den steigenden Temperaturen besser zurecht. Im Nationalpark soll eigentlich die Natur ungezügelt ihren Lauf nehmen. Aber nach all den Eingriffen über die Jahrhunderte muss man ihr dabei ein wenig unter die Arme greifen.
In der Nähe von Dülmen, 30 Kilometer vom Ruhrgebiet entfernt, liegt das einzige Wildpferdreservat Europas. Diese umzäunte Schutzzone, doppelt so groß wie das Fürstentum Monaco, rettete eine der ältesten und robustesten Pferderassen des Kontinents, die Meerfelder Brücher. Wenn 400 Wildpferde über die Ländereien der Herzöge von Croy traben, sieht es fast so aus wie im Jahr 1316, in dem die Pferde erstmals urkundlich erwähnt wurden. 500 Jahre später ließ die ausufernde Landwirtschaft ihnen keine Weidegründe mehr. 20 Pferden, die damals überlebt hatten, gewährte der Herzog Asyl. Im Winter wird etwas Heu zugefüttert. In trockenen Sommern gibt es Wasser. Ansonsten wird die Herde hier seit 150 Jahren sich selbst überlassen. Doch die wilde Natur wird auch hier gemanagt. Einmal im Jahr werden alle Hengste aus der Herde gefangen und verkauft. Nur ein bis zwei Deckhengste sorgen danach noch für rund 100 Fohlen, so viele wie der Meerfelder Bruch ernähren kann. Von einem Reservat für Wildpferde ist man in Welzow in der Lausitz so weit entfernt wie die Erde vom Mond. Hier lagern 750 Millionen Tonnen Braunkohle. Per Laserscan lassen Energiekonzerne heute aus der Luft vermessen, wie viele Tonnen Deckgestein sie bewegt haben. 70 Meter hoch ist dieser Riesenbagger und über einen halben Kilometer lang. Die größte mobile Technikanlage der Welt. Für jede Tonne des braunen Golds, wie sie die Braunkohle in der Lausitz nennen, muss sechsmal so viel Erdreich bewegt werden. Bergleute braucht man dafür kaum noch. Rund 15 Millionen Tonnen Kohle werden in Welzow Süd Jahr für Jahr gefördert. Zu DDR-Zeiten produzierte die Lausitz mehr als zehnmal so viel. Seit der Wende aber gelten strengere Regeln für die Renaturierung, die der Betreiberkonzern bezahlen muss. Die Firma Milan aus dem nahen Cottbus befliegt den Tagebau seit Jahren, um die Erdbewegungen zu dokumentieren. Es braucht etwas Fantasie, um sich hier künstliche Badeseen vorzustellen, die in der Zukunft entstehen sollen. 2 Tage später liegen auf den Rechnern in Cottbus die Daten vor. 108 Quadratkilometer hat der Hubschrauber in 2 Tagen abgeflogen. 500 Millionen Messwerte ergeben nun ein Oberflächenprofil exakt auf 5 cm in der Höhe und 50 cm in der Breite. Auf dem Bildschirm zeigt der Vergleich zu 2004, wie der Tagebau von Osten nach Westen die Landschaft auffrisst und die Reste wieder ausspuckt. Auf den Flächen ohne Riffelung läuft bereits die Renaturierung. Hier in der Lausitz entsteht natürlich durch diesen sehr umgehenden Braunkohlentagebau, der die letzten 100 Jahre stattgefunden hat, die größte künstliche Seenfläche, größer als der Balaton, genauso größer als die Mecklenburger Seenplatte. Das sind natürlich dann riesige Seen, die auch miteinander verbunden werden. Ein See wie für eine Postkarte. Doch auch der Forgensee im Allgäu ist künstlich. Für ein Wasserkraftwerk aufgestaut, füllt er das Becken eines Eiszeitsees und steht heute unter Naturschutz. Genau wie der Hainich bei Eisenach, der größte zusammenhängende Laubwald Deutschlands. 90% dieses Urwaldes sind heute ungenutzt.
Auf der Ostseeinsel Rügen gibt es gleich zwei Nationalparks und ein Biosphärenreservat. Das Wattenmeer an der Nordseeküste, inzwischen UNESCO-Weltnaturerbe, bringt es auf drei Nationalparks. Für jedes Bundesland am Watt einen. Den Robben ist das egal. Der Nationalpark in den Berchtesgadener Alpen gilt als deutsche Version des amerikanischen Vorbilds Yosemite. Genauso schön und genauso idyllisch. Die Allgäuer Hochalpen dagegen sind offiziell nur Naturpark. Aber Gämsen und anderen Tieren gefallen die unzugänglichen Steilhänge fast besser, auch ohne amtliches Gütesiegel. Immer mehr Touristen und Extremsportler suchen die Einsamkeit der Gipfel. Aber vor allem die Steinböcke sind heute fest überzeugt, dass ihr ärgster Feind auffallend harmlos ist. Der Mensch ist eigentlich keine Gefahr. Die Steinböcke werden hier in Deutschland nicht bejagt. Das merkt man auch an der fehlenden Scheue. Also die sind sehr vertraut gegenüber Wanderern. Manchmal muss man warten, bis ein Bock sozusagen den Weg verlässt oder einen Klettersteig verlässt, dass man dann passieren kann. In der Spätsommerwärme ziehen die Steinböcke immer höher hinauf. Fast senkrechte Steilwände sind kein Hindernis. Nur zum Fressen ziehen die Tiere hinab auf niedriger gelegene Wiesen. Andere Wildtiere bleiben für uns selbst aus der Luft unsichtbar. Wie hier im Elbsandsteingebirge im Nationalpark Sächsische Schweiz. Luchse etwa lieben große Wälder und jagen nachts. 1850 waren sie bei uns ausgerottet. Erst nach und nach kehren sie aus Osteuropa in unsere Wälder zurück. Im Bayerischen Wald tappen sie heute regelmäßig in Fotofallen. Genau wie im Harz, wo die scheuen Einzelgänger aus dem All überwacht werden. Ein GPS-Sender am Halsband macht sie für Satelliten sichtbar. Und wir haben die realen Spuren von vier Luchsen animiert. Luchs M1 ist ein Männchen mit einem 600 Quadratkilometer großen Streifgebiet. Zur Paarungszeit zieht es ihn magisch zum rötlich markierten Luchsgehege Rabenklippe. Immer wieder streunt er durch den gesamten Harz. Die rote Spur zeigt die Laufwege von Luchs M2, die gelbe die seiner Schwester F1. Beide wurden besendet, als ihre Mutter überfahren wurde. Das Weibchen zieht kleine Kreise im Nordharz. Der Bruder wandert 100 Kilometer weit bis in die Nähe von Kassel. M3 dagegen durchstreift ein Revier im Westharz. Als er es verlässt, fällt er vermutlich Revierkämpfen zum Opfer. Sein Sender bewegt sich nicht mehr. Wenig später wird M3 tot geborgen. Oberpfaffenhofen bei München. In der Zentrale des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt dreht sich alles um die Hightech-Flugkörper, die nicht nur Luchse sichtbar machen, die Satelliten. Heute wird ein Tandem-X-Modell per Rakete auf exakt 514 Kilometer Höhe geschossen. Doch vor allem beim Start kann vieles schiefgehen. 1400 Abläufe und Kommandos sind programmiert und wieder durchgespielt. Doch jetzt wird es ernst. Erst wenn alle Systeme im All hochfahren, wissen sie in Oberpfaffenhofen, dass der Start geglückt ist. Der
Der Tandem X soll ein Höhenmodell der Erde erstellen mit einer Genauigkeit von 10 Metern. Er gehört zu den exaktesten Satelliten. Radarbilder aus dem Orbit sind so genau, dass man bis auf 1 Kilometer pro Stunde die Geschwindigkeit eines Autos messen kann. Und man kann zum Beispiel Verkehrsüberwachung machen. Also wenn man das schafft, diese Daten so schnell wie möglich zum Boden zu bekommen und sehr schnell zu messen, könnte man sowas wie Stauvorhersagen machen. Also man kann sehen aus dem Orbit, irgendein Autobahnkreuz wird von mehreren Seiten, kommen viele Autos, dann könnte man sagen, okay, aufpassen, Geschwindigkeit runter, hier ist Staugefahr. Die Erdfunkstelle Raisting am Ammersee. Selten werden die Gegensätze in Deutschland so sichtbar wie hier. Die Wallfahrtskapelle St. Johann zwischen den Parabolantennen, die die Bundespost einst hier aufstellen ließ. Inzwischen gehört die Erdfunkstelle einem US-Unternehmen. Überall in Deutschland halten Antennen heute Kontakt zum Himmel. Ohne Satelliten wäre unser modernes Leben kaum denkbar. Der Flugverkehr über Deutschland etwa wird aus dem All überwacht. Hier die Ortungsspuren aller Starts und Landungen am Drehkreuz Frankfurt. Per GPS überwachen Speditionen heute ihre Lkw. Und auch wer neue Ziele ansteuert, weiß die Navigation aus dem All zu schätzen. Selbst Traktoren und Mähdrescher sind heute GPS gesteuert, um Kraftstoff und Dünger zu sparen und exakte Bahnen auf deutschen Äckern zu ziehen. Auch in der Hauptstadt plant man jetzt die Ortung aus dem Orbit. Zur optimalen Routenplanung der 265 Müllwagen in Berlin. 53 davon verlassen jeden Morgen ihr Depot im Ostteil der Stadt. Wir haben einen einwöchigen Testlauf der Ostberliner Müllwagen animiert. Montag. Wie jeden Tag schwärmen die Müllwagen wie Ameisen aus. Und wie Ameisen folgen sie einem komplexen Plan. Dienstag. Andere Straßen, andere Mülltonnen. Alle müssen jede Woche entleert werden. Innerhalb der tariflichen Arbeitszeiten und bei möglichst geringem Kraftstoffverbrauch. Mittwoch. Wieder glühen die Zufahrten zur Entladestation Pankow, die jedes Fahrzeug zweimal am Tag anläuft. Per Satellit sollen die Wartezeiten hier verkürzt werden. Donnerstag. 10 Müllwagen sind im dicht besiedelten Friedrichshain unterwegs. Freitag. Alle Berliner Müllwagen haben 1050 Routen gefahren. Jedes Jahr sammeln sie 1,3 Millionen Tonnen Abfall, 350 Kilo pro Einwohner. Ohne dieses Ballett wären unsere Städte unbewohnbar. Sonne, Wolken, Wind und Wetter. Messungen aus dem All ergänzen die Daten der über 2000 Wetterstationen in Deutschland und liefern immer präzisere Vorhersagen. Auch wenn am Boden alle übers Wetter jammern, auf gleicher Höhe ist selbst Wolkengrau erstaunlich attraktiv. Auge in Auge mit der Wetterfront. Dauerregen, Schneeschmelze, Sturzbäche. Immer wieder bekommen nicht nur Strommasten bei uns nasse Füße. Denn die Flut kommt, auch wenn Wettersatelliten heute jeden Tropfen vorhersagen. Sommerzeit. Wir Deutschen sehnen uns nach Sonnenschein und Badewetter. Und doch fehlt uns etwas in einem Jahr ohne Eiseskälte und Winterweiß. Ach ja, die meisten Sonnenstunden Deutschlands werden an der Ostseeküste gezählt oder am Oberrhein. Und auch Tropennächte gibt es, an denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. Und deutscher Tropenmeister ist Freiburg im Breisgau. Thank you.
Mit 1740 Sonnenstunden im Jahr trumpft Freiburg als wärmste deutsche Großstadt auf. Rund um das Münster wurde auch die bisher höchste Temperatur Deutschlands gemessen. 40,2 Grad im Schatten. Selbst die Türmchen der Altstadt erinnern aus der Luft an Italien. Aufsehen erregt Freiburg allerdings durch den Ökostadtteil Vauban. Die Solardächer des autofreien Viertels erzeugen mehr Energie, als Vauban selbst verbraucht. Die Architektur allerdings ist in Freiburg eher umstritten. Nein, das sind keine Reisterrassen in Thailand, sondern das ist ein uralter deutscher Vulkan, der Kaiserstuhl. Die Lavaflanken sind hier mit einer 10 bis 40 Meter dicken Lössschicht bedeckt. Die Terrassen verhindern, dass der fruchtbare Boden davongespült wird. Hier liegt Badens größtes Weinbaugebiet. Denn der Kaiserstuhl liegt im Regenschatten der Vogesen. Im Sommer strahlt die Sonne über den Reben. Und der Vulkanboden speichert Wasser und Wärme perfekt. Lange schon gibt es strenge Auflagen, damit die Terrassen nicht immer wuchtiger zugebaut werden. Das Landschaftsbild soll erhalten bleiben, obwohl es durch Menschenhand entstanden ist. Und durch das warme Klima des Oberrheingrabens. Hier liegt Deutschland beinahe am Mittelmeer. Kirchberg im Hunsrück. Was hier gleich abheben wird, hat 10 Sägeblätter. Jedes mit 68 cm Durchmesser. Das Arbeitsgerät von Philipp Deacom. Pilot. Mit einem Gestänge wird die riesige Kettensäge am Helikopter befestigt. Sie bleibt während der gesamten Flugzeit eingeschaltet. Es sei denn, es gibt einen Zwischenfall. 40 Meter sind es vom Hubschrauber bis zum untersten Sägeblatt. Und die schwere Säge verändert die Flugeigenschaften des Helis, selbst wenn noch gar nichts gesägt wird. Philipp Deacom und sein Flughelfer Sebastian Büsch werden im Hunsrück eine Woche lang Stromleitungen freisägen, vor allem Mittelspannungsleitungen mit 20.000 Volt. Ein Job für Nervenstarke, denn die fliegende Säge entwickelt ein gewisses Eigenleben. Die Säge hat schon eigene Flugeigenschaften. Wenn man einen dicken Ast sägt und man geht mit dem Hubschrauber zu weit vor, dann schwingt die Säge natürlich, wenn sie den Ast durchgesägt hat, relativ schnell nach vorne. Und da muss man einfach vordenken. Wenn gar kein Wind ist, ist es sehr schwierig, wenn die Bäume relativ dünn sind, weil durch einen eigenen Downwash vom Hubschrauber verbiegen sich die Bäume natürlich unten in jede Richtung. Und wenn man sie dann schneiden sollte, ist es nicht gerade förderlich. Wenn zu viel Wind ist, ist es auch nicht gut, weil wenn er von der falschen Seite kommt, dann bläst es einem zur Leitung. Und dann muss man halt früh genug aufhören, nicht, dass man die Leitung zersägt. Heute geht alles gut. Philipp Deacom ist Spezialist für heikle Sägearbeiten. Leitungsarbeiten werden nur von Oktober bis März ausgeführt, wenn keine Vogelnester beschädigt werden können. Der heikelste Part aber steht noch bevor. Die Landung mit laufender Kettensäge. Ein Kollege am Boden drückt den Ausschalter. Maßarbeit für eine baumfreie Leitung. Bäume sind unsere Jahresuhr. Auch diese westfälische Eiche im Wannerbachtal von Dortmund zeigt, Deutschland ist von Jahreszeiten geprägt. Und jede Zeit hat ihre Anhänger.
Winter an der Emsmündung, kurz vor der Nordsee. Jedes Jahr, wenn es am Dollard schön kalt wird, kommen Hunderttausende von Gänsen nach Ostfriesland. Auf dem Weg von der Arktis nach Westen. Die ausdauernden Flieger schaffen Tagesetappen von 600 bis 1500 Kilometern. Danach brauchen sie ruhige Schlafplätze und frisches Gras. An der Ems herrscht den ganzen Winter über ständiges Kommen und Gehen. Schwappt die nächste Gänsewelle herein, fliegen die, die sich schon ein paar Tage die Bäuche vollgeschlagen haben, einfach weiter. Und die Neuankömmlinge übernehmen die Logenplätze am Fluss. Der Wildgänseforscher Helmut Kruckenberg zählt an Spitzentagen bis zu 140.000 Tiere. Und einigen geht es hier etwas zu gut. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass jetzt hier unsere intensiven, ganz besonders intensive Landwirtschaft mit dem vielen stickstoffhaltigen Gras, also proteinreichen Gras, für die Gänse auch zu Problemen führen kann. Da spricht man eben, wie bei uns Menschen, auch von so einem Junkfood-Effekt, sagen die Engländer. Also Imbissessen, was die Gänse dann auch zu fett macht. Also es gibt tatsächlich Erkenntnisse, dass also Gänse, die viel zu fett abfliegen, dann auch Schwierigkeiten haben, erfolgreich ihre Jungen loszuziehen, genau wie die, die zu dünn sind. Fast alle 700.000 Nonnengänse, die es weltweit gibt, durchqueren Deutschland jedes Jahr. 60.000 Blässgänse kommen allein im Februar zum Stopover an die Ems. Und auch wenn es hier irgendwie anders aussieht als in Sibirien, Gänse haben sich längst an uns und unsere Windräder gewöhnt. Sie sind wahre Zugvögel. Fliegen macht ihnen auch mit dicken Bäuchen Spaß. Doch für die lange Reise Richtung Arktis braucht die Gans Idealgewicht. Und auch der Termin für den Aufbruch nach Osten muss sitzen. Im Frühjahr ist das so, dass die Gänse erst abfliegen können, wenn sie sich natürlich sicher sind, dass in ihren östlichen Rastgebieten auch genügend Futter ist. Das können die aber merken. Das merken die an der Temperaturentwicklung. Und die Blässgänse beispielsweise, die fliegen wirklich zu einem Zeitpunkt ab, wo der Frühling gerade begonnen hat. Und wir haben das mit den Satellitensendern herausgefunden, dass die Gänse wirklich auf dieser Welle des Frühlings, also der grünen Welle quasi, nach Osten reisen. Das heißt, sie fliegen immer genau dorthin, wo das Gras gerade anfängt zu sprießen, denn dann hat es den meisten Proteingehalt und ist am leichtesten zu verdauen. Das ist für die Gänse optimal. Was Sie hier sehen, sind reale Daten von 30 Gänsen. Von der Ems fliegen sie dem Frühling hinterher. Lange, schnelle Flugstrecken werden von kurzen Rastzeiten unterbrochen, wo die Tiere frisches Gras fressen. Wenn alles gut geht, wird in Sibirien der Nachwuchs ausgebrütet. Und im Herbst geht es dann zurück Richtung Ostfriesland und weiter in die Niederlande. Ein anderer Treffpunkt für Genussflieger, der Flugplatz Hahnweide im schwäbischen Kirchheim unter Teck. Hier dreht sich alles um Leewellen und Thermikschläuche, denn die Puristen unter den Piloten verzichten auf einen Motor. Sie lassen sich ein paar hundert Meter in die Höhe schleppen und gleiten dann lautlos in der Thermik. Segelflieger sind ein bisschen wie Greifvögel oder Störche. Sie nutzen den Auftrieb bestimmter Luftschichten, ohne mit den Flügeln zu schlagen oder mit Motoren zu brummen. Und wir Deutschen sind erstaunlich gut im Gleitflug. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg versperrte der Versailler Vertrag den Himmel über Deutschland, zumindest für Motorflieger. Und so versammelte sich ein Trupp Flugbegeisterter auf der Rhön und tüftelte aus, wie man ohne Motor fliegt. Auf den Spuren dieser Pioniere gleiten Segelflieger bis heute.
Sie sind im Traum zu fliegen wie die Vögel am nächsten. Zurück in Oberbayern. Falkner Paul Klima nutzt die 1555 Meter Gipfelhöhe für einen Ausflug. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gemeinsam mit seinem zahmen Adler Sky schwebt Paul über die Landschaft. Er hat Sky vor 4 Jahren als winziges Federknäuel bekommen, später seine ersten Flugversuche überwacht und ihn wieder und wieder eingesammelt, wenn Sky sich verflogen hatte. Sky beim Fliegen zu beobachten, hat Paul so fasziniert, dass er es selber versuchen wollte. Auch wenn Sky mit winzigen Nachjustierungen seiner Schwanzfedern mühelos davongleitet, immer wieder schwebt er an Pauls Seite zurück. Heute ist das Wetter schön, die Thermik mau und Sky immer wieder nach einer kleinen Pause. Das Gewicht eines Adlers in der Tierhaltung, das ist eine ganz spezielle Sache und die muss man natürlich einerseits im Auge behalten. Vor allen Dingen muss es der Tiertrainer unglaublich im Gefühl haben, weil der Adler natürlich einerseits nicht zu schwer und zu satt sein muss, weil sonst hat er es einfach nicht nötig zu arbeiten. An einem schönen Tag wird er dann eher im Baum sitzen oder in der Felswand sitzen und die Sonne genießen, was ich auch ganz gut verstehen kann. Wesentlich krasser für die Arbeit mit so einem stolzen und starken Tier mit einem Steinadler ist aber das Problem, wenn der Adler zu hungrig ist. Natürlich ist dieser Jagdinstinkt da. Ich versuche den Ball halt flach zu halten, um mit ihm eben auch unter Menschen problemlos arbeiten zu können, ohne dass gleich jeder Dackel an der Leine fällig ist. Mit fast 5 Jahren hat Sky die Adlerpubertät gerade hinter sich. Doch wenn Futter oder Beute ins Spiel kommen, geht das Wildtier mit ihm durch. Und Sky kann mit seinen Fängen mächtig zulangen. Doch den Falkner, der ihn aufgezogen hat, empfindet Sky als Artgenossen. Wenn auch nicht unbedingt als einen König der Lüfte. Der Gedanke, der jetzt da irgendwo beim Fliegen oder beim Selberfliegen dahinter stand, war wirklich der, einfach mal zu verstehen, was da oben passiert und wie sich die Vögel fühlen und wie sich auch dieses Medium Luft anfühlt. Weil wir Menschen sind nicht zum Fliegen geboren und uns fehlt dieses grundlegende Verständnis des Mediums Luft. Und für mich war es tatsächlich auch so ein bisschen ein Erwachen und ein Merken, oh, da bewegt sich was. Wacken in Schleswig-Holstein. Ein Kuhdorf verwandelt sich einmal im Jahr in den größten Campingplatz Deutschlands. Am 1. Augustwochenende schlagen hier 75.000 Musikfans ihre Zelte auf. Es ist das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Der Andrang ist so gigantisch, dass der Verkehr an den An- und Abreisetagen aus der Luft überwacht wird. Die örtliche Filiale einer Lebensmittelkette macht an diesem Augustwochenende ein Drittel ihres Jahresumsatzes. In der Luft der Heli, der die Besucherströme lenkt. Und am Boden über 100 Bands und Zelte.
Lauter als die Hölle. So einer der vielen Slogans der Veranstalter. Die Dorfjungs, die den Höllenkrach einst zum eigenen Spaß gegründet haben, sind längst Millionäre. Nur die Gänse der benachbarten Farm hat mal wieder keiner vorgewarnt. Wenn der Winter zu Ende geht, ist Fohlensaison. Ein letztes Mal wird in Wildpferden etwas Stroh hingelegt und der Nachwuchs macht seine ersten Schritte. Oder auch nicht. Die Hälfte aller wilden Fohlen ist männlich. Einige werden das erste Jahr nicht überstehen. Und alle anderen werden im Mai aus der Herde gefangen und verkauft. Zu viele Hengste verderben das Pferdeparadies mitten im Herzen einer Industrienation. Das Ruhrgebiet liegt hier gleich um die Ecke. Das Land, in dem wir leben, vereint mehr Gegensätze, als man denkt.